Ich gebe den Beschluss der Tarifkommission wieder. Und er bezieht sich. Und er bezieht sich nicht auf den Inhalt des Wachmannvorschlages. Nicht auf den Inhalt, sondern auf die Struktur des Modellvorschlages. Im vergangenen Jahr hat die Bundesrepublik Deutschland mehr als 58.000 deutschstämmige Aussiedler aus Ost- und Südosteuropa aufgenommen. Das ist die höchste Zahl seit 20 Jahren. Nach Mitteilung des Bundesinnenministeriums sind etwa 30% der Aussiedler jünger als 18 Jahre. Die Lage in Iran bleibt gespannt. Aus Teheran und anderen Städten werden wieder Demonstrationen mit Barrikaden und Blutvergießen gemeldet. In Mashhad soll es wieder Tote gegeben haben. Der Flugverkehr in Teheran konnte zum Teil wieder aufgenommen werden. Soldaten haben die streikenden Fluglotsen abgelöst. In den Abfertigungshallen drängen sich Tausende von wartenden Passagieren. Die Lufthansa setzt Sondermaschinen ein. Unterdessen bemüht sich der designierte Ministerpräsident Bakhtiar weiterhin um das Zustandekommen einer Regierung. In Washington ist vor dem Gebäude, in dem das bisherige chinesische Verbindungsbüro untergebracht war, am Neujahrstag die Fahne der Volksrepublik China gehisst worden. Aus Anlass der Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit den USA begrüßte der ranghöchste chinesische Diplomat in Washington, Chai Zeming, amerikanische Politiker. Er sprach von einem unaufhaltsamen historischen Prozess. Der US-Vizepräsident bezeichnete die Aufnahme der Beziehungen als Beendigung einer abnormalen Lage, die zu lange gedauert habe. Auch in Peking gaben die Amerikaner einen Empfang. In gelockerter Atmosphäre wurde bei Disco-Sound getanzt. Obwohl recht ungewohnt, versuchten die chinesischen Gäste in der amerikanischen Botschaft ihr Bestes. Kambodscha hat die Vereinten Nationen um Hilfe gegen Vietnam angerufen. Wie Radio Phnom Penh meldete, haben Vietnamesen eine neue Großoffensive eingeleitet. Armeeeinheiten sind angeblich bis zu 80 Kilometer in Kambodscha eingedrungen. Von der Hauptstadt sollen sie nur noch 75 Kilometer entfernt sein. Ägypten ist bereit, die festgefahrenen Friedensverhandlungen mit Israel wieder aufzunehmen. Das meldete die halbamtliche Kairoer Zeitung Al-Ahram. Die ägyptische Regierung bleibt aber bei ihren Forderungen. Israels Ministerpräsident hatte bereits angekündigt, dass er die Gespräche fortsetzen wolle. In der Türkei hat die innenpolitische Krise zum Rücktritt des Innenministers geführt. Der ehemalige Luftwaffengeneral Özaydin Li war in der vergangenen Woche zusehends von Opposition wie von der eigenen Regierungspartei kritisiert worden. Ihm wurde vorgeworfen, der zunehmenden politischen Gewalt nicht gewachsen zu sein. In den nordspanischen Städten San Sebastian und Pamplona sind zwei Menschen bei Terroranschlägen getötet worden. In San Sebastian wurde ein stellvertretender Zivilgouverneur von Unbekannten erschossen. Vor dem Haus eines rechtsradikalen Parteiführers in Pamplona starb ein Polizeifachmann. Er hatte versucht, eine Bombe zu entschärfen. Vor der Nordwestküste Spaniens bei La Coruña ist die Gefahr einer Ölpest vorerst gebannt. Der leckgeschlagene Tanker Andros Patria konnte mit Hilfe der automatischen Steuerung aufs offene Meer hinaus manövriert werden. Das Schiff soll jetzt mit seiner restlichen Ladung von 150.000 Tonnen Rohöl nach Lissabon geschleppt werden. Unterdessen wird vor La Coruña weiter nach 20 vermissten Besatzungsmitgliedern der Andros Patria gesucht. Nun zum Skisport, zum Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen. Das zweite Springen der Vierschanzentournee war auf heute verschoben worden. Überraschungssieger der Konkurrenz auf der Olympia-Anlage.